Hier spricht Captain Quellon von der Starrunner. SOS. Ich wiederhole, SOS. Hoths Gravitationsfeld hat uns erfasst und wir verlieren rasch an Höhe. Vor 2 Wochen kam es zu merkwürdigen Zwischenfällen. 4 Artefakte scheinen schuld daran zu sein. Irgendetwas hat die Kontrolle über das Schiff übernommen. Wer auch immer diese Nachricht findet, verbrennt das Schiff. Geht nicht hinein, berührt es nicht. Verbrennt es! Lieutenant Drellick ist wirklich was Besonderes. Ich wette, er könnte ein Wamperhaar in einem Schneesturm finden. Ich weiß immer noch nicht, wo das Schiff ist. Nein, aber anhand des Notfallsenders können wir seinen Kurs bestimmen. Und diese Spuren... Irgendjemand kam uns zuvor. Lieutenant, wir haben den Notfallsender gefunden, aber kein Schiff. Und es gibt hier einige schwache Spuren, wahrscheinlich ein paar Tage alt. Das soll Shalora vergrößern, Zora. Ich habe Spuren von Fremdlingen studiert, seit ich alt genug war, um einen Twi'lek von einem Tukata zu unterscheiden. Ortolana, ich würde sie noch erkennen, wenn sie 6 Tage alt und mit Marmelade bedeckt wären. Das sind ortolanische Spuren. Glaubt ihr, dass die Ortolaner etwas darüber wissen? Es scheint, dass diese Ortolaner auf etwas gestoßen sind. Vielleicht ein Hinweis auf die Position des Schiffs. Zorrel, wo ist das nächste Lager der Ortolaner? Es befindet sich weit hinter dem nächsten Außenposten. Aber die Spur scheint in die richtige Richtung zu führen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um euer bestes Diplomatengesicht aufzusetzen. Ortolaner mögen Fremde nicht besonders, aber sie scheinen der Schlüssel zu sein, um unseren Geist zu finden. Diplomatengesicht. Ein paar Blitze werden sie schon überzeugen. Das klappt immer. Klingt zwar grausam, aber wer bin ich schon, um eure Methoden in Frage zu stellen? Ich lasse Zorrel den Sender zum Stützpunkt bringen. Mit ihm und den Ortolanern werden wir einen Durchbruch erzielen. Wir werden dort sein, wenn ihr euch um die Ortolaner gekümmert habt. So, vielen Dank. Wo sind denn jetzt unsere Ortolaner da hinten? Da können wir doch bestimmt erstmal eine Schnellreise nehmen. Na, sind wir schon ein deutliches Stück näher dran. Sprich mit dem Ortolaner-Häuptling. Na dann. Mal gucken, was diese Ortolaner für uns haben. Vielleicht haben sie auch schon den Geist, den wir suchen. Oder ein Artefakt, wo der gefangen ist. Oder was weiß ich. Rein. Ortolanisches Expeditionsgebiet. So, und diese kleinen Wesen wollen jetzt gegen mich kämpfen. Ich glaube, da werden sie nicht so viel Glück haben. Huch, ich glaube, nee, wir treffen sie doch noch. So verhandelt ein Sith Lord. Nicht anders. Ich suche die Überreste eines Schiffs, der Starrunner, die ihr von der Einschlagstelle des Notfallsenders entfernt habt. Oh,
Wie bitte? Ich habe nichts verstanden. Ich kann euch sicher irgendwie umstimmen. Ein Nein habe ich noch nie als Antwort akzeptiert. Und es wäre eine Schande, jetzt damit anzufangen. Was genau wird von mir verlangt? Warum lasst ihr es nicht diese Tiere für euch erledigen? Okay, also unser Sith Lord hat Besitz von einem Otolaner angenommen. Also wenn Sith Geister von irgendwelchen Körpern die Kreaturen einnehmen, dann könnte man denken, das ist so bedrohlichere Kreaturen sind, nicht so kleine Otolaner, aber okay. Ich glaube, der hatte keine große Wahl. Im Übrigen kann ich mal noch einen Erfahrungsschub reinschmeißen hier. Ja, mehr als genug. Das werden sie auch nicht aufbrauchen. Talos Drellic ist unser nächstes Ziel. So, Scheiße. Hier gibt es kein Taxi. Wir brauchen jetzt aber ein Taxi. Da bin ich ganz froh, dass ich keine Abklingzeit mehr auf Schnellreise habe. Sonst müssten wir jetzt irgendwie 10 Minuten warten. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Waren wir da nicht gerade, wo wir jetzt hinfliegen? Schauen wir mal. Gefrorener Fußweg. So, zeig mal, erstmal hier rein. Das ist doch. Der ist etwas weiter weg, der Herr Drellic. Ja, gut, er hätte mal aus Taxi nehmen können, aber ihr kennt das ja mit dem Taxen hier, die geben einen ganz anderen Taxipunkt vor, als man eigentlich hin muss. Meistens einen davor. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. So, dass man vielleicht noch ein bisschen Weg hat. Aber was das für einen Sinn macht, ich weiß es nicht. Hat. Da ist er. Hier müssen wir rein. Ich
Ich habe den Geist getroffen und er will, dass ich in einen alten Tempel gehe. Dann ist es also wahr. Meine Kollegen beim Dienst haben mich ausgelacht, als ich sagte, er wäre auf Hoth. Aber jetzt, ja, nur so ergibt es einen Sinn. Euer Geist sagte, dass er ein Anhänger von Ludo Kresh war und dass er von Naga Sados Attentätern getötet wurde. Sith, erkennt ihr denn nicht, was ihr getan habt? Nee. Was habe ich denn getan? Das ist wahrscheinlich der größte Fund, seit mein Mentor Auselio Gunn den Flügel von Naga Sados Raumjäger auf Yavin 4 ausgegraben hat. Wir sprechen von den sagenumwobenen Sadoanern, dem persönlichen Attentäterorden von Naga Sado. Der Mythos wird lebendig. Keine Sorge, ich bringe euch rein. Ich umgehe schon Sicherheitsvorkehrungen von alten Gräbern, seit ich alt genug war, einen Datenstift und eine Zange zu halten. Dann haltet endlich die Klappe und bringt mich in den Tempel. Ja, mein Lord. Mit Freuden. Ja, dann. So. Zack. Das hat sich ja wehgetan. Nö, nö. Alles okay. Kann man da auch schneller hin? Ich frage erst gar nicht. Mal, wir haben doch hier ein Taxi, oder? Ich glaube nicht, dass wir da schneller hinkommen. Wenn wir dahin fliegen. Nee, wir sind zu weit weg. Okay. Ach Mann. Jetzt heißt es wieder so ewig herumreisen. Was ist denn kürzer? Von hier aus zu fahren gehen oder... Könnte kürzer sein. Also es war vielleicht doch nicht ganz vergeben, bis hier nach hinten zu fliegen. Ja, es ist tatsächlich kürzer, also haben wir ja mal die richtige Entscheidung getroffen. So, eins nach unten müssen wir, ne? Das werden wir nicht überleben, wenn wir da jetzt runterspringen. Und deshalb müssen wir irgendwo was finden, wo wir runter können. Können wir da runter? Sieht so aus, ne? Ja, da können wir runter. Kürzen mal ab. Zack, zack, zack. So. Und da haben wir doch schon den Tempel von Naga Sados. Oder beziehungsweise von den Attentätern, die Naga Sado. Ja doch, nee. Den Tempel von Naga Sado, doch. Bitte sehr. Wir sind richtig. Ich war richtig. So, das können wir leider nicht verhindern. Das habe ich schon mal probiert, ob das verhindern ist. Geht nicht.
noch mehr Druiden. Eins, Nummer zwei und Nummer drei. Dankeschön. Einmal Stromschlag. Jawohl. Ja, komm, fall um. Weiter geradeaus, ja. Na, tschüss. Verschlossen. Sieht wie ein einfacher Hebemechanismus aus. Ich muss nur... Einen Moment bitte. Was ist, wenn wir diesen Moment nicht haben? Auch weg. Yes. Das war früher auch mal schwieriger. Ich glaube, da war der hier eine Elite.